Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich bin wieder zum alten Background zurück, weil bei dem anderen, da habe ich gemerkt, da fehlt mir eine Hintergrundbeleuchtung und die habe ich gerade nicht. Also müsst ihr auch im Kampfkunstbereich weiterhin mit Miku vorlieb nehmen. Haben wir uns eigentlich in diesem Format schon mal über Dojo-kun unterhalten? Also diese Verhaltensregeln, die angeblich von Bodhidharma stammen und um 1750 von Sakugawa überliefert und auf Okinawa verbreitet wurden. Unabhängig davon, dass das Blödsinn ist, haben wir das tatsächlich noch nicht. Aber keine Angst, ihr kennt mich doch. Ich fange jetzt bestimmt nicht damit an, diesen Kram wie schon hunderte YouTuber vor mir theoretisch aufzuarbeiten, den philosophischen Background zu beleuchten und diese ganzen Regeln einfach runterzurasseln. Nein, wir gehen das hier mal wieder praktisch an. Dojo nomino karate tomo na. Oder für alle unter euch, die des Japanischen nicht mächtig sind, Karate findet nicht nur im Dojo statt. Hierbei handelt es sich um die achte Regel der von Gijin Funakoshi verfassten Shotokan Nijukun, also Funakoshis eigene Liste von Verhaltensregeln für Karate-Praktizierende. Und vielleicht handelt es sich hierbei auch um eine der abgedroschensten Dojo-Regeln aller Zeiten. Denn seit Beginn meiner Karate-Laufbahn habe ich diesen Satz in regelmäßigen Abständen geradezu inflationär durch die Sporthallen der Republik hallen hören. Da fragt man sich natürlich, wie viel Nachhaltigkeit dieser Satz bei den Übenden der Bundesrepublik eigentlich hat und wie viele Lehrer sich überhaupt selbst an diese Regel halten. Denn sich an diese Regel zu halten bzw. diese zu leben, setzt ja voraus, dass man die Tragweite dieses tatsächlich eher profan klingenden Satzes überhaupt verstanden bzw. verinnerlicht hat. Und genau an diesem Punkt bin ich mir tatsächlich unsicher, denn Achtung, jetzt kommt eine ketzerische Theorie dazu. Ich glaube, dass bisher überhaupt gar keine Notwendigkeit bestand, ein tieferes Verständnis dafür zu entwickeln. Denn sind wir doch mal ehrlich, über Jahrzehnte haben wir alle wie die Made im Speck gelebt, waren verwöhnt von voll ausgestatteten Dojos und waren mit Mitgliederzahlen jenseits des Erwartbaren gesegnet. Okay, mir ist durchaus bewusst, dass der Markt in den letzten Jahren natürlich eine deutliche Umverteilung erfahren hat. Praktizierende der klassischen Kampfkünste sind über die Jahre zu neueren, moderneren Systemen abgewandert, während die Altvorderen die Schuld daran nicht bei sich selbst gesucht haben, sondern bei den fancy klingenden Namen und der besseren PR der jüngeren Systeme. Und der Begriff modern wird dabei total gerne als Feindbild verwendet. Als böse, dunkle Macht, die versucht, die gealterten Krieger in die Vergessenheit zu drängen. Schaut man jetzt wiederum allerdings in den Duden, findet man dort unter modern eine nicht ganz so spektakulär klingende Beschreibung des Begriffs. Dort wird modern nämlich als, ich zitiere, der herrschenden bzw. neuesten Mode entsprechend bzw. dem neuesten Stand der geschichtlichen, gesellschaftlichen, kulturellen, technischen oder ähnlichen Entwicklung entsprechend, neuzeitlich, heutig zeitgemäß beschrieben. Statt einer Untermauerung der empfundenen Ungerechtigkeit finden einige Vertreter also hier an dieser Stelle eher einen Vorwurf in die eigene Richtung. Den Vorwurf, stehen geblieben zu sein, sich auf den eigenen Erfolgen ausgeruht zu haben und damit auch das Vermächtnis der alten Lehrer mit Füßen getreten zu haben. Denn wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass sich die Kampfkünste über Jahrhunderte beständig weiterentwickelt haben und erst vor knapp 70, 80 Jahren das Ganze plötzlich irgendwie endete. Und bedenkt man das, dann klingt schon fast wie Satire, an dieser Stelle von modernem Karate zu sprechen. Um modern zu sein, muss man anpassungsfähig sein. Und das ist eine Fähigkeit, die ich in ganz vielen der klassischen Systeme vermisse. Okay, auch ich war in jungen Jahren der Meinung, dass man Funakoshis Leitsatz eher so versteht, dass man neben dem normalen Training im Dojo
auch zu Hause ein bisschen übt, sich vielleicht darüber hinaus noch ein bisschen mit Theorie beschäftigt. Und gerne wird hier und da darauf auch verwiesen, dass es sich hierbei natürlich hauptsächlich um eine geistige Geschichte handelt, dass man sich mit Dingen wie, ja, man hält halt durch, man strengt sich an und solche Sachen, dass das damit gemeint ist. Auch wenn sich die Annahme bei mir über die Jahre deutlich verändert hat, glaube ich, dass das bei ganz vielen, oder na, das heißt bei ganz vielen, aber bei einigen Praktizierenden nicht passiert ist. Und dann kam das Jahr 2020 und ein kleiner Virus aus Wuhan zeigt den Kampfkünstlern dieser Welt, wo der Hammer hängt. Das ist schon quasi eine Ironie des Schicksals, dass es ein Chinese war, der die Dojos dieser Welt im Frühjahr Alarm legte. Fast wie in einem trashigen Kung-Fu-Film, in dem ein neuer Meister aus dem Süden kommt und die alt und arrogant gewordenen Meister der etablierten Schulen nach der Reihe auf die Bretter schickt. Es ging im wahrsten Sinne des Wortes die Lichter aus und da standen wir dann plötzlich. Ohne toll eingerichtetes Dojo. Und dazu noch mit von oben herab ja bestimmten Kontaktbeschränkungen, die dafür sorgten, dass wir uns zeitweise nicht mehr im Freien treffen konnten. Man fühlt sich ja quasi an Epochen zurückerinnert, in denen Karate nur hinter verschlossenen Türen geübt werden durfte. Oder sagen wir besser gesagt Kampfkunst an sich. Im Karate war das ja, glaube ich, nie wirklich der Fall. Und da habe ich mich an was erinnert. Wer von euch Funakoshis Biografie Karate Do – Mein Weg gelesen hat, der weiß, dass Funakoshi diesen Leitsatz wohl tatsächlich eher praktisch gemeint hat. Denn Funakoshi war ja selbst zum Beispiel begeisterter Treppensteiger. Das war jetzt ein kleiner Insider für die, die das Buch gelesen haben, damit ihr euch zumindest online mal wieder so ein kleines bisschen elitär fühlen könnt. Zwingert man. So. Uns blieben 2020 also nur zwei Möglichkeiten. A. Wir bleiben zu Hause hocken und hoffen, dass sich der Mist irgendwann von alleine erledigt und wir dann endlich wieder zur alten Normalität der fetten Jahre zurückkehren können. Oder B. Wir finden einen neuen Weg und üben irgendwie weiter. Wenn wir den alten Gichin jetzt ernst nehmen, dann kann Variante A niemals nicht eine Option sein. Nicht gestern, nicht jetzt und schon gar nicht morgen. Die Zeiten, die Welt nach unserem Vorbild zu formen, waren vorbei. Wir waren plötzlich gefordert, uns den äußeren Umständen anzupassen. Und vielen von uns, mich eingeschlossen, ist das tatsächlich auch gelungen. Wir haben neue Wege beschritten, haben uns dem Online-Training zugewandt, haben das heimische Wohnzimmer in das neue Dojo verwandelt und haben den Widrigkeiten getrotzt. Und auch jetzt hat sich die Situation nicht wirklich weiter verbessert. Ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wir trainieren weiterhin online. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich daran so schnell nichts ändern wird. Aber interessant ist, dass wir trotz des Trainings im heimischen Wohnzimmer Veränderungen erfahren haben. Ja, zum Beispiel haben wir die Trainingszeiten im Gegensatz zum Präsenztraining im Dojo sogar noch erhöht. Das heißt, wir sind nicht nur nicht stehen geblieben oder haben uns angepasst, nein, wir haben uns sogar noch gesteigert. Wir sind noch einen Schritt weiter gegangen. Denn wenn Karate nämlich nicht nur im Dojo stattfindet, dann sind wir auch nicht mehr an die organisatorischen Grenzen eines Dojos gebunden. Eine unfreiwillige Befreiung, für die ich rückblickend sogar dankbar bin. Tja, und was das morgen bringt, ich weiß es nicht. Vermutlich wird dieser Zustand noch eine ganze Weile andauern, aber ich bin zuversichtlich. Ich bin mir sogar sicher, dass wir das überstehen werden. Weil wir uns angepasst haben, weil wir uns weiterhin anpassen werden. Weil Karate nicht nur im Dojo stattfindet. Und jetzt bin ich wirklich neugierig. Wie ist denn das bei euch gewesen? Wie hat sich euer Training verändert? Ich kenne zum Beispiel Dojos, die ihr Training eigentlich komplett eingestellt haben und jetzt quasi darauf warten, dass alles wieder wird wie vorher, weil man sich ja nur in einer Sporthalle oder einem Dojo wirklich wohlfühlt und nur da trainieren kann, weil das heimische Wohnzimmer ja zu eng ist, dass man keine komplette Kata durchlaufen kann, dass man Sequenzen üben kann, dass Einzeltechniken, was weiß ich denn. Ja, aber für die unter euch, die sich da angepasst haben, wie sieht euer Training mittlerweile aus? Was macht ihr im Online-Training, auch wenn ihr keinen Partner habt? Oder wenn ihr zu denjenigen gehört, die sich nicht angepasst haben, warum?
Warum nutzt ihr die Chancen nicht? Warum benutzt ihr die modernen Technologien nicht? Warum trotzt ihr diesen Schwierigkeiten nicht und geht danach gestärkt aus der ganzen Sache hervor? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare unten rein. Ich bin wirklich daran interessiert, ob die breite Masse dem Leitsatz vom alten Gietchen folgt oder ob man sich eher in sein Schneckenhaus zurückzieht. Würde mich interessieren. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich total darüber freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lasst. Und wenn ihr auch in Zukunft Videos über japanische Kultur, Kampfkunst und Zen sehen wollt, dann würde ich euch ganz dringend empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren und dabei auch die Glocke nicht zu vergessen, weil dann werdet ihr sofort darüber informiert, wenn ein neues Video online geht. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, matane!